Frau Hofleitner. Haben Sie die Kuhglocken doch nicht erwischt? Ja, so ein Schnäppchen, nur 10 Euro. Ein schönes Dorf. Ja, na. Ja, Herr König, was führten Sie da her? Ja, guten Tag, Frau Hofer. Tag. Ich habe im Rosenheimer Wochenblatt gelesen, dass hier eine Versteigerung stattfindet. Stimmt, aber die Versteigerung ist schon gelaufen. Wollten Sie denn was erwerben? Jawohl, eine Lederhosen. Sie? Ja, fürs Oktoberfest. Aber da hätten Sie eh keine gekriegt. Da hat sich nämlich einer mit dem da wie wild ein Bieterschlachtbogen. Stellen Sie einer vor, 2.300 Euro hat der andere für das Teil gezahlt. Ja, das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Wem nicht? Telefon. Ja. Ich hol mir dabei eine Wurst. Also. Hallo? Onkel Dietmar, grüß dich, ja. Ja, mir geht's gut, danke, alles in Ordnung. Ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken, ne? Rosenheimer Hof, ja, da bin ich. Wunderschönes Zimmer. Den neuen Dienstwagen, ja, der fährt sich hervorragend. Mhm. Onkel Dietmar, ich bin mit Frau Hofer unterwegs, ne? Genau. Danke, tschüss. Sie sind jetzt also im Rosenheimer Hof? Nee, bin ich nicht. Ach so? Ja, ich befinde mich immer noch in der Pension Streibel. Ich bringe das einfach nicht übers Herz, dort zu kündigen. Und warum sagst du es nicht Ihrem Onkel? Weil er Frau Ortmann dazu angehalten hat, dass ich nur das Beste bekomme. Ebenso verhält es sich mit dem Dienstwagen. Ich verstehe, deswegen sind Sie mit dem Taxi gekommen. Ja, das Leben ist kompliziert. Ja, Herr Dr. Lauserkönig, dann wäre das ja damit geklärt. Herein! Ja, und Gruß an die Frau Gemahlin. Gut, Wiederhören. Die Anträge für den Dienstwagen von Herrn König und den Rosenheimer Hof habe ich nun gestern an Herrn Salz rausgeschickt. Ja, Frau Ortmann, da ist leider etwas ziemlich dumm gelaufen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wieso? Ja, ich habe gerade mit Dr. Lauserkönig telefoniert. Und er war, sagen wir mal so, einigermaßen irritiert, warum sein Neffe anders behandelt wird als andere Kommissare. Was? Ja, ich habe ihn da offensichtlich vollkommen falsch verstanden. Er wollte einfach nur wissen, warum sein Neffe im Dienst mit dem Taxi herumfährt. Und dass er dann noch erfahren hat, dass sein Neffe einen nagelneuen Dienstwagen von der Staatsanwaltschaft bekommen hat und dass er im teuren Rosenheimer Hof logiert, ist aus allen Wolken gefallen. Was machen wir jetzt? Ja, am besten reden Sie mit Herrn König. Ich soll ihm jetzt den Dienstwagen und den Rosenheimer Hof wieder ausreden? Ja, und dann wäre es noch gut, wenn Sie Herrn Seitz erreichen. Er soll die Anträge in den Papierkorb werfen. Wunderbar. Kummern Sie, ich fahre Sie ins Kommissariat. Oh, das ist aber furchtbar nett von Ihnen. Bitte nichts anfassen. Wir müssen doch wissen, ob er nur lebt. Oh Gott. Ihr Name bitte. Glöckner, Erwin. Herr Glöckner, Erwin, können Sie eine fallrelevante Aussage machen? Ha? Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Na. Geben Sie bitte Personalausweis. Und Herr Mohr, was haben wir? Wir haben ein Opfer. Ein Mann wurde von hinten der Schlange. Das wird ja auch die Frau Dr. Eckstein bestätigen. Ist aber eigentlich nicht notwendig. Auf jeden Fall. Hubert Riedl, 39 Jahre alt, Immobilienmakler, jede Menge Gebäude in Rosenheim. Der ist da gewesen, wegen der Versteigerung. Stell dir mal vor, der hat sich eine Kniebund-Lederhose ersteigert um 2.300 Euro. Hat ihm aber auch nichts geholfen, erschlagen haben sie ihn trotzdem. Herr Stadler, ich bin noch nicht fertig. Ja, jetzt essen Sie erst einmal hinunter, gell? Herr König? Herr Stadler. Frage. Wo gab's denn die? Die Würste. Dort hinten. Ja. Frau Hofer und ich sind unmittelbar nach der Tat an den Tatort gestoßen. Ich habe die sofortige Tatortkontrolle veranlasst. Die was? Die Tatortkontrolle. So nennt man auch den Verhaltenskodex, wenn der ermittelnde Beamte am Tatort... Ja, das ist schon recht. Also, was haben Sie jetzt gemacht? Ja, veranlasst, dass alle am Tatort Anwesenden den Tatort auch nicht verlassen. Aha. Drei kleine bitte in der Semmel. Sie gingen also davon aus, dass der Täter noch unter den Anwesenden ist. Ja. Mit dem Senf nicht sparen.
Natürlich könnte aber auch der Täter am Parkplatz auf sein Opfer gewartet haben und danach zu Fuß das Weite gesucht haben. Dort hinten, gleich dort, befindet sich ein Mischwald. Er könnte also nicht bloß unter den Anwesenden sein. 52. Hm? Wo ist denn die Frau Dr. Eckstein? Frau Dr. Eckstein befindet sich in München. Und kriegen wir 50er, gell? Ja, ich persönlich übrigens gehe von einer Spontantat aus. Aha, wie das? Wer bringt schon am helllichten Tag an einem so belebten Ort jemanden um? Vielleicht jemand, der viele Mitverdächtige schaffen wollte. Ja, so habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Übrigens, wir haben eine konkrete Tatverdächtige. Mhm. Kurz nachdem Frau Hofer und ich die Leiche von Herrn Riedl entdeckt haben, ist sie mit ihrem Wagen davongefahren. Kennzeichen? Das haben wir uns nicht gemerkt. Aber da wussten wir auch noch nichts von dem Mord. Es war ein dunkler Wagen der Mittelklasse. Die Frau hatte dunkle, kurze Haare. Ein bisschen viel dunkel, was? Ich habe sie zur Fahndung herausgeben lassen. Vierte, gut. Tatwaffe? Haben wir bisher keine am Tatort gefunden. Vermutung? Wie bitte? Ja, was Sie vermuten, mit was sie erschlagen wurde. Ja gut, ich bin kein Rechtsmediziner, ne? Aber ich vermute einer dieser Steine. Aber die Spurensicherung hat bisher keinen passenden gefunden. Und? Dann werde ich die Spurensicherung noch mal darauf hinweisen, dass... Sehr gut, Herr König. So. Ein bisschen speziell ist er schon, gell? Naja, schon langsam gewohne ich mich an ihm. Irgendwie mag ihn. Die Durchsuchung der Wohnung des Toten hat leider nichts ergeben. Genauso wenig bei Ihrer Fahndung. Mhm. Was machen Sie da interessant? Das ist der Laptop von Herrn Riedl. Ich gucke mir gerade seine Fotos durch. Gut. Herr Stadler, wir sollten mit einer Frau Wenninger reden. Sie war nicht unter den Anwesenden. Sie hatte die Veranstaltung frühzeitig verlassen. Frau Wenninger war die Initiatorin der Versteigerung. Vielleicht ist es ja Ihre dunkle Frau im dunklen Wagen. Mhm. Gut möglich. Und? Haben Sie schon was Interessantes gefunden? Nee, noch nicht. Was machen Sie da für Notizen? Ich notiere, was interessant werden könnte. Aber jetzt noch nicht interessant ist. Genau. Und wie unterscheiden Sie das, was später mal interessant werden könnte, von dem, was jetzt definitiv uninteressant ist? Ich unterscheide gar nicht. Interessant. Wissen Sie was? Ich setze jetzt einmal die Frau Stockel auf die Adresse von der Frau Wenninger an. Geht nicht. Warum? Frau Stockel ist auf Fortbildung. Gut, dann setze ich mich eben selber auf die Adresse an. Mhm. Herr Stadler, können Sie das bitte dort machen? Wenn Sie hier telefonieren, dann stören Sie meine Konzentration. Könnte einer ja was Interessantes durch die Lappen gehen. Das wollen wir ja nicht. Bitte? Herr König. Frau Ortmann. Kann ich Sie kurz stören? Natürlich. Das ist mir jetzt ein wenig peinlich, aber Sie müssten wieder zurück in die Pension Streibel ziehen. Ja, gut. Freut mich, dass Sie das so sportlich nehmen. Und wenn wir schon dabei sind, der Dienstwagen wird leider woanders benötigt. So. Gut. Dann gehe ich mal wieder. Was wollten die? Ich soll zurück in die Pension Streibel und den Dienstwagen soll ich auch zurückgeben. Haben Sie alles richtig gemacht, indem Sie nichts gemacht haben? Ja, Herr Dr. Lauser-König, Ihr Neffe macht sich famos. Herein? Ja, ja, alle sind zufrieden mit ihm. Auch der Kollege Stadler. Was er so sagt, ja, dass er sehr gute Ermittlungsarbeit leistet und... Sensibel. Ja, dass er bei Befragungen sehr sensibel vorgeht. Ja, das kommt alles ins Zeugnis. Gut, wir hören voneinander. Wiederhören. Gruß an die Frau Gemahlin. Bitte nimm's doch Platz. Also, wenn ich's recht überlege, weiß ich eigentlich gar nichts über den Herrn König. Vielleicht sollten Sie sich einfach mal ausgiebig mit Herrn Stadler über Herrn König unterhalten. Das sollte ich wohl.
Wenn es Ihnen hilft, könnte ich ja auch mal mit Herrn König reden. Also, wenn Sie das machen wollen, sehr gern. Was führt Sie eigentlich zu mir? Ach so, ja. Alles erledigt. Herr König ist erstmal ohne Dienstwagen und zieht wieder zurück in die Pension Streibel. Na, also. Ich habe allerdings auch eine schlechte Nachricht. Ich habe bei Herrn Seitz im Büro angerufen, um ihn zu bitten, die Anträge auf die Vergünstigung in den Papierkorb zu werfen. Und? Herr Seitz war leider nicht da, nur eine Kollegin von ihm, eine Frau Moosleitner. Herr Seitz hat wohl Kurzurlaub wegen einer Familienangelegenheit genommen. Und diese Frau Moosleitner kann ich ja nun schlecht bitten, die Anträge einfach wegzuwerfen. Das heißt also, die Anträge für die Bevorzugung liegen noch auf seinem Schreibtisch. Und was ist, wenn diese Frau Moosleitner die einfach weiterleitet? Oder wenn Herr Seitz sie gestern bereits unterschrieben und weitergeleitet hat. Ja, das wäre gar nicht gut. Ich weiß was vom Riedl. Der Riedl und ein gewisser Bastl Weninger, das ist der Bastl Weninger, die sind die besten Freunde gewesen und Geschäftspartner. Hm. Weninger, das ist der Ehemann von der Dame, die die Veranstaltung organisiert hat. Ah. Ja, der Weninger, das war ein Unternehmer, er hat Schrauben hergestellt und er ist der Vorsitzende gewesen vom Heimatverein. Und der Riedl ist ein Stellvertreter gewesen. Warum gewesen? Ja, weil er nicht mehr lebt. Seit einem Monat aus. Das Herz? Herzinfarkt. Todsicher. Ja. Und der Weniger und der Riedl haben sich regelmäßig mit zwei Spätzl im Clubhaus am Heimatverein zum Schafkopfen getroffen. Hm. Und die Namen von den Spätzeln, das war der Glöckner Erwin und der Krampfinger Sepp. Glöckner Erwin, von dem habe ich die Personalien aufgenommen. Das ist Herr Weniger, der Verstorbene, Herr Riedl, das Opfer, bleibt Herr Krampfinger. Genau. Ja. Und die Lederhosen. Die Lederhosen haben wir nicht gefunden. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass der Riedl wegen der tappigen Lederhosen erschlagen worden ist. 2.300 Euro. Also wegen der Lederhose, das glaube ich nicht. Haben wir schon die Fingerabdrücke vom Riedl sein Auto analysiert? Also hinten auf dem Kofferraumdeckel, die haben wir, sind halt nicht vom Riedl. Herr Mohr, ich würde vorschlagen, Sie nehmen jetzt von allen Anwesenden der Auktion die Fingerabdrücke. So, dann gehen wir das Ganze mal kurz durch. Herr König, Sie haben heute Morgen eine Fahndung veranlasst? Ja. Dunkelhaarige Frau, dunkler Wagen, das sind nicht besonders viele Merkmale. Ich muss Sie das fragen. Ich muss eine Fahndung in dem Maße mit so wenig Aufrufmerkmalen nach oben rechtfertigen. Ich habe nach den gegenwärtigen Fahndungsaufrufgesichtspunkten gehandelt. Auch wenn mir natürlich bewusst ist... Könnte man dann vielleicht sagen, dass Ihr Vorgehen von den Regeln, die im Polizeiunterricht gelehrt werden, gedeckt wird? Natürlich. Gut. Applicatio est vita regulae. Bitte? Ja, erst Ihre Anwendung erfüllt die Regel mit Leben. Ein Grundsatz, der bei uns in Stein gemeißelt werden sollte. Weiter so, Herr König. Ach, Herr Stadler, hätten Sie einen Moment Zeit? Ja, ja. Herr König, haben Sie heute Abend schon was vor? Ich? Hätten Sie Zeit für einen Plausch im Times Square? 19 Uhr? Ja. Haben Sie heute nach Feierabend schon was vor? Ich? Ja, ich darf Sie nämlich sehr gern zum Abendessen einladen. Ja, das ist halt ganz schlecht, weil ich ist wie immer mit der Frau Hofer zu Abend. Deswegen habe ich auch schon mit ihr telefoniert und sie hat kein Problem damit, wenn Sie nicht mit ihr essen. Also nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Gut, dann darf ich sagen, Times Square. Nee. Gab es heute einen ausgezeichneten Saibling. Ein Fisch. Genau die Frau, die ich am Tatort mit diesem Wagen habe wegfahren sehen. Wir können die Fahndung abblasen. Frau Weninger? Ja. Stadler, Kripo Rosenheim. Und das ist mein Kollege, der Kommissar König. Grüß Gott. Manfred, melden Sie sich bei mir, wenn Sie fertig sind, ja? Ja. Sie kommen wegen dem Mord? Richtig. Ja, dann gehen wir noch rein, bitte. Bereiten Sie für die Herren Kaffee und Kuchen zu, ja? Gerne. Frau Weninger, Sie wurden dabei beobachtet, wie Sie unmittelbar nach dem Mord an Herrn Riedl mit Ihrem Wagen
davongefahren sind. Soll ich dem entnehmen, dass Sie mich verdächtigen? Bitte. Haben Sie denn den Herrn Riedel nach der Versteigerung noch lebend gesehen? Ja. Er stand vor seinem Wagen und hat sich an der Lederhose zu schaffen gemacht, die er auf der Veranstaltung ersteigert hatte. Diese Veranstaltung, die haben Sie organisiert? Ja. Sind doch nur Ihre Sachen versteigert worden? Größtenteils. Auch die Lederhose? Ja. Die gehörte meinem verstorbenen Mann. Und dass ausgerechnet der Riedel sie ersteigert hat, das hat mich nicht gefreut und sehr gewundert. Wieso? Ich habe ihn nicht gemocht. Seine dubiosen Entmietungspraktiken haben mich angewidert. Und wieso gewundert? Herr Riedel litt an einer Lederallergie. Deswegen hat er die Hose auch an spitzen Fingern vor sich hergetragen. Da fragt man sich doch, wieso einer eine Lederhose so teuer kauft, oder? Vielleicht als Andenken an ihren Mann. So gefühlig war der Riedel nicht gestrickt. Ja? Frau Hoffmann, und wie schaut's aus? Ich habe Herrn Seitz immer noch nicht erreicht. Ja, und was ist, wenn Sie mit seiner Kollegin, dieser Frau Moosleitner, reden? Frau Moosleitner, ich hätte eine Bitte an Sie. Werfen Sie doch alle meine Anträge, die auf Herrn Seitz Schreibtisch liegen, einfach in den Papierkorb, etwa so? Ja. Das mache ich auf gar keinen Fall. Ich kenne die Frau nicht. Wer weiß, wie die reagiert. Ich versuch's lieber weiter bei Herrn Seitz. Gut, gut. Ganz busy. Danke. Ja, also das wäre nicht nötig gewesen. Ja, vielen Dank für die Münze. Also Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir Ihnen weiterhin ein paar Fragen stellen. Deswegen ist sie ja da. Und das sind übrigens unsere Kollegen von der Spusi. Die brauchen dann ihre Fingerabdrücke. Kümmert euch bitte zuerst um den Wagen, gell? Also Sie dürfen doch, oder? Ja, wenn es denn sein muss. Also die Lederhose ist verschwunden. Hat die irgendeinen besonderen Wert gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Schon gar nicht für den Riedel. Hatte der Herr Riedel Feinde? Mehr als Freunde. Wahrscheinlich war mein Mann sogar sein einziger Freund. Also was der Wastl an dem Riedel gefunden hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Und was ist mit seinen anderen zwei Schafkopfbrüdern? Mit dem Glöckner und mit dem Kleinfinger? Mitläufer, die sich von ihm Aufträge erhofft haben. Bei den Häusern von Riedel gab es immer was zu tun. Der Glöckner hatte einen kleinen Spenglerbetrieb und Krampfinger als Installateur. Was war das für eine Geschäftsbeziehung zwischen Ihrem Mann und Herrn Riedel? Herr Riedel hat meinem Mann bei Immobilienanlagen geholfen und dabei kräftig mitverdient. Sie leihen uns doch bestimmt die Geschäftsunterlagen von Ihrem Mann, hä? Ja. Ja, bitte auch den Laptop, also wenn Ihr Mann einen hatte. Natürlich. Guten Abend, Herr Kasper. Servus, Herr 80er. Ich bräuchte einen Tisch für zwei Personen. Haben Sie den Zeibling noch? Den Saibling, den haben wir noch. Sehr gut. Jetzt kriegst du erst einmal ein Aperitif und den Tisch für zwei, den legt er dann gleich her. Wunderbar. Aha, sind Sie schon da? Herr Stadler, guten Abend. Ja. Kasper riecht gerade unseren Tisch her. Na gut, dann könnten Sie mir ja dabei sagen, um was das heute umgeht. Also mal abgesehen vom Essen. Nichts Großartiges. Ich wollte einfach nur mit Ihnen über den Herrn König reden, wie er sich so macht. Ja, das dürfte heute eher schwer werden. Warum? Hallo, Herr 80er, Herr Stadler. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich Sie hier mal sehe. Warum? Ist doch ein wunderbarer Ort für einen Afterwork-Absacker, wie man heißt, der Schisser. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist das Beste, wir verschieben das Gespräch. Ich wollte zwar über den Herrn König springen, aber nicht den ganzen Abend mit ihm an meinem Tisch verbringen. Ja, aber wir können uns dort dann umsitzen. Es tut mir leid, Herr Stadler, ich habe den Abend auch anders vorgestellt. Aber wie gesagt, heute ist einfach der Wurm dran. So, der Tisch für zwei wäre dann fertig. Ja, jetzt bräuchten wir einen für drei Personen. Tisch für drei Personen. Herr König, darf ich Sie zu einem gemeinsamen Abendessen einladen? Saibling. Ja, also wenn ich dürfte, furchtbar gern. So wie Sie, da brauchen wir jetzt einen Tisch für drei. Sehr schön. Wen haben wir denn da alles? Frau Ortmann. Hallo, Frau Ortmann. Ich wurde jetzt gerade zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Darf ich Sie auch zum Abendessen einladen? Es gibt einen vorzüglichen Saibling. Essen, Der Tisch für drei wäre fertig. Jetzt bräuchten wir einen für vier.
Moin, Herr König. Guten Morgen, Herr Stadler. Was sind das für Sachen? Laptop und Unterlagen von Herrn Wenninger habe ich gestern von der Spusi mitgenommen und schon mal damit angefangen. Wo, in Ihrer Pension nach unserem Saibling? Ja. Moin, Herr Mohr. Moin. Ja, guten Morgen, Herr Mohr. Moin, Herr König. Sagen Sie, was macht denn der Herr Glöckner hier? Schatz, es ist ja so. Auf dem Kofferraumdeckel vom Riedl haben wir Fingerabdrücke entdeckt. Und zwar vom Glöckner und vom Krampfinger. Der Krampfinger ist der, der neben dem Glöckner sitzt. Und von sonst niemand? Ah, die Lederhosen haben wir gefunden. Das Futter war aufgerissen. Und der Täter vielleicht was gesucht? Ja, Herr Stadler, wären Sie so lieb und würden sich um die beiden kümmern? Ich würde mich gerne hierum kümmern. Wäre das in Ordnung für Sie? Gern. Stellen Sie sich noch mal sowas vor. Der übernimmt die Arbeit gern, wo sie uns eins am lieber druckt. Da geht's ja mir. Herr Glöckner, bitte. So, bitte. Herr Glöckner, wir haben Ihre Fingerabdrücke auf dem Kofferraumdeckel vom Riedl in seinem Auto gefunden. Ja, ich habe ja öfter für einen gearbeitet. Da ist das schon mal vorgekommen, dass ich was in seinen Wagen eingeladen habe. Aber warum sollte ich den Riedl umbringen? Das war mein größter Auftraggeber. Die Lederhosen, die der Riedl ersteigert hat, die hat der Täter mitgenommen. Haben Sie irgendeine Ahnung, warum? Ich war ja selber scharf auf die Hosen. Aber ja, deshalb umbringen, das glauben Sie wohl selber nicht. He? Was ist denn bitte so besonders an dieser Lederhosen? Mei, das ist halt eine Erinnerung an einen Spätzl. Morgen, Herr König. Guten Morgen, Frau Stockel. Wie war die Fortbildung? Die war für die Katz. Jedes Jahr gibt's eine neue Verwaltungssoftware. Und bis du das Ganze gecheckt hast, ist dir die Arbeit, die hier liegen geblieben ist, über den Kopf gewachsen. Aber danach geht die Arbeit doch schneller. Bis du das Ganze dann wirklich kapiert hast, kommt der nächste Lehrgang. Aber sag ich, Quälgang. Wollen Sie einen Tee? Ja, also wenn das keine Umstände macht. Moment. Stockel? Ja, das mache ich. Ja, wiederhören. Sie sollen zu Frau Dr. Eckstein kommen. Aber erst gibt's einen Tee. Wieso sollte ich den Riddle umbringen? Der war mein größter Auftraggeber. Das ist genau das Gleiche, hat der Herr Glöckner auch gesagt. Ja, wenn's stimmt. Und überhaupt, ich war nicht da auf der Auktion, wo der Riddle umgebracht worden ist. Ja, auf der Auktion vielleicht nicht, aber vielleicht haben Sie sich ja von hinten an den Parkplatz geschlichen. Wo waren Sie denn um die Zeit? Da war ich angeln. Woher wissen Sie, um welche Zeit das ich meine? Weil ich den ganzen Tag angeln war. Guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen. Auch einen Tee? Danke. Ja, was gibt's Neues? Der Wunde nachzuschließen, wurde Herr Riedl mit etwas Spitzem erschlagen. Ich tippe auf einen spitzen Stein, da ich Schmutz und Staub in der Wunde gefunden habe. Und der Staub stammt definitiv vom Boden des Parkplatzes. Das ist gut. Weshalb? Weil Sie meine Vermutung bezüglich einer Spontantat bestätigen. Ich hatte das bereits am Tatort gegenüber Herrn Stadler geäußert. Sie scheinen ja sehr unter Druck zu stehen. Nee, das jetzt nicht gerade. Aber es ist eben nicht einfach, neben Herrn Stadler zu bestehen. Der Täter muss den Stein übrigens mitgenommen haben. Die Spurensicherung hat keine Blutspuren an den in Frage kommenden Steinen entdeckt. Ja, dann dankeschön. Keine Ursache. Meine Fresse. Der hat ja wirklich zu jedem Büttel eine Notiz gemacht. Was für ein Aufwand. Hm, Herr Stadler. Hm? Sagen Sie, lag Ihnen der Saibling von gestern auch so im Magen? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Na, ich hab den gut verdrungen. Er hätte ein bisschen größer hätte sein können. Kam es Ihnen auch so vor, als ob Herr 80er gestern sehr wortkarg war? Naja, vielleicht musste er ja eine Grete schlucken. Damit hab ich mich doch gestern schon beschäftigt. Und haben Sie was rausgefunden? Nee. Ja, wobei, doch, vielleicht. Haben Sie sich auch gefragt, warum Frau Wenninger so kurz nach dem Tode ihres Mannes diese Versteigerung organisiert hat? Nein. Vielleicht brauchte sie Geld. Geht, ist ein bisschen Trachtengewand, das macht das Kraut auch nicht fett. Fragen wir sie einfach. Also, eins kann ich euch gleich sagen. Den Riedl, den hat keiner mehr. Das war ein richtiger Pfundhammel. Das sagt praktisch ja jeder. Mhm. Herr Mohr, hat die Untersuchung der zerrissenen Lederhose etwas ergeben? Na,
Und das Auto von der Weniger? Aber beim Krampfinger, da könnte sich eine Spur auftun. Warum? Weil die Frau vom Krampfinger und der Riedel, da ist was gelaufen. Sagt wer? Das sagen praktisch alle. Wer sind praktisch alle? Alle, die bei dieser Versteigerung dabei gewesen sind. Und der Krampfinger war eifersüchtig. Das sagen praktisch alle. Ja, genau. Vielleicht ist er deswegen gestern lieber zum Angeln gegangen. Ja, genau. Gut, meine Herren, also dem sollten wir nachgehen. Ne? Eifersucht ist nach Gier das mit Abstand stärkste Motiv. Jawohl. Naja, jetzt überlegen Sie mal, wenn alle, praktisch alle von dem Verhältnis gewusst haben, dann war ja die Tat zu diesem Zeitpunkt mehr als Sautung bin. Hä? Eifersucht macht blind, heißt es. Und Herr Stadler, vergessen Sie bitte nicht, wir gehen von einer Spontantat aus. Ja, also bei dem Wir, da lassen Sie mir jetzt mal außen vor, weil so überzeugt bin ich davon noch nicht. Hallo, Frau Krasecker. Morgen, Herr Seitz. Wie geht's? Gut, danke. Und Ihnen? Immer gut, wenn ich Sie sehe. Schön. Hallo, Frau Lange. Hallo, Herr Seitz. Sagen Sie, ist das der Herr König da neben Herrn Stadler? Ja. Sehr gut, danke. Herr Stadler. Ja, wen haben wir denn da? Einmal wieder im Lande. Ja, allerdings nur für kurze Zeit diesmal. Hallo, Seitz. Ah, König. Wir haben telefoniert. Ja, genau. Sind Sie gerade im Aufbruch? Ermitteln. Ah, sind Sie länger weg? Wieso? Ich habe gleich ein Gespräch mit Frau Ortmann und es könnte sein, dass wir da auf Dinge zu sprechen kommen, zu denen ich Ihre Stellungnahme benötige. Ja, wir sind gleich wieder da. Frage, haben Sie finanzielle Probleme? Nein, ich habe keine finanziellen Probleme. Die Sachen, die ich verkauft habe, erinnern mich alle an meinen verstorbenen Mann. Und ich möchte jetzt nach vorne schauen. Und warum sind Sie dann zu früh gefahren? Es war doch eher eine Versteigerung. Ich hatte andere Dinge zu tun. Die da wären? Ich hatte einen Termin mit einem befreundeten Architekten. Er soll das Haus schätzen. Ich will es jetzt verkaufen, es ist mir viel zu groß. Ja, das werden wir überprüfen. Hier finden Sie ihn. Rein. Guten Tag. Störch? Herr Seitz, nein, überhaupt nicht. Bitte. Danke. Ich versuche schon seit Tagen, Sie zu erreichen. Ach ja, ich habe mein Handy vergessen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie nackt man sich ohne dieses, war denn was? Es geht um unsere Anträge bezüglich Herrn König. Dienstwagen der Oberklasse und Hotel Rosenheimer Hof. Keine Sorge. Die Anträge habe ich kurz vor Reiseantritt unterschrieben und meine Kollegin Frau Moosleitner gebeten, sie weiterzuleiten. So. Ja, meine Devise lautet, ein leerer Schreibtisch macht beim Wiedersehen Freude. In diesem Fall wird er Ihnen weniger Freude bereiten. Herr Mohr, was gibt's? Herr Stadler, ich denke, ich rufe Sie gleich um. Sie sind ja gerade bei der Frau Weniger. Und ich habe bei den Unterlagen vom seligen Herrn Weniger ein Zertifikat entdeckt, und zwar über einen Diamanten. Der heißt Blue Kismet. Der ist richtig blau. Und dieses Zertifikat ist ausgestellt von einem Experten, der hat den schönen Namen Humboldt. Karl Humboldt. Moment, Herr Mohr, haben Sie diesen Experten, diesen Herrn Humboldt, schon erreicht? Nein, den habe ich noch nicht erreicht. Der ist gerade in Amerika, sagte Frau Schellgrube. Frau Schellgrube, das ist seine Sekretärin. Aber ich finde dieses Zertifikat so interessant, weil der Blue Kismet ist sehr hoch eingeschätzt worden. Und zwar auf 600.000 Euro. Und dieses Zertifikat, das ist das letzte, was der Herr Weniger 14 Tage vor seinem Tod zu seinen Unterlagen gegeben hat. Und von seinen vielen, vielen Konten gibt es keine entsprechende Abbuchung. Das ist sehr interessant, Herr Mohr. Vielen Dank und Wiederhören. Wiederhören. Ja, immer wieder gerne. Wissen Sie was? Ich befrage die Weniger jetzt gleich noch mit dazu. Ich komme nicht mit. Sie wollten doch den Krampfinger befragen und das machen Sie jetzt. Wie komme ich da hin? Ich weiß nichts von einem Diamanten. Ja, oder von den 600.000 Euro. Auch nicht. Hat Ihr Mann in Ihrer Gegenwart nie den Diamanten erwähnt? Nein. Oder den Namen Blue Kismet? Nein. Ja, irgendwo muss er das Geld hergehabt haben. Oder hat er den Diamanten mit Schwarzgeld gezahlt? Ich weiß nichts von einem Schwarzgeldkonto. Ah, und das soll ich Ihnen jetzt klären.
Wir nahmen alle irrtümlich an, dass Herr Dr. Lauser König hinter den Vergünstigungen steht, die wir Herrn König angedeihen lassen. Herr Dr. Lauser König wünschte explizit keine Sonderbehandlung für seinen Neffen. Das könnte ein schlechtes Licht auf ihn werfen. Auweia. Ja. Und wenn nun Frau Moosleitner die Anträge bereits weitergeleitet hat? Was sagt denn Herr Dr. Lauser König dazu? Herr Dr. Lauser König darf in dieser Angelegenheit nicht behelligt werden. Das haben allein wir zu verantworten. Und im schlimmsten Fall kann das zu einem Disziplinarverfahren führen. Ich glaube, mir wird schlecht. Und schon sind wir wieder da. Ja, der Herr Brenninger. Jetzt kriegen wir dann bald Vermittlungsprovision, was? Mein Gespräch mit Herrn Krampfinger war sehr fruchtbar. Wieso hat er gestanden? Das nicht. Aber nebenbei habe ich was ganz anderes erfahren. Der Herr Krampfinger, der hat doch immer mit Herrn Wenninger und Herrn Riedel Karten gespielt. Schafkopf, richtig. Und der Glöckner ist der vierte Mann. Richtig. Und Herr Wenninger hat wohl erwähnt, dass er und seine Frau jetzt dann bald 25-jähriges Hochzeitsjubiläum haben und er jetzt wohl das passende Geschenk gefunden hat. Und? Ein passendes Geschenk, das kann doch gut sein, dass er damit den Diamanten gemeint hat. Diamanten zur Silberhochzeit, das ist immer kurz über dreimal. Hat da der Krampfinger nichts Näheres drüber gewusst? Nee, leider nicht. Aber Herr Wenninger hat nicht gesagt, was er schenken möchte, aber ich finde, es ist doch durchaus zu vermuten. Ja, das würde dann auch erklären, warum die Frau von dem Stor nichts gewusst hat. Oh nein, das tut mir schrecklich leid. Ich weiß auch nicht, ich stimme im Augenblick völlig neben mir. Ja, und da bleiben sie auch stehen, bis der Schaden aufgenommen ist. Wenigstens hat unser Lackierer schon Erfahrung mit dieser Stelle. Herr Kollege. Ach, der Herr Seitz war da? Ja, er ist am Boden zerstört und steckt den Kopf in den Sand. Geht's gleich, Herr Kimmer, da ist er. Oh, am Boden zerstört, sagten Sie? Was haben Sie mit dem gemacht? Kismet. Für 600.000 Euro versteigert. Ja, verrück. Ja. Gottes Willen, Herr Seitz. Sie müssen sofort die Füße hochlegen. Bitte schön. Wieso das jetzt? Sie haben einen Schock. Sie sind kasweiß im Gesicht. Sie müssen die Füße hochlegen. Angeblich soll da Schokolade helfen. Schokolade gibt's jetzt nicht. Fürs Suchling. Besser. Geht so. Oh. Herr Seitz, was ist eigentlich los mit Ihnen? Herr König, gehen wir's mal. Wegen Ihnen haben wir den Salat. Bitte? Wegen mir? Naja, der Antrag für Ihren Oberklasse-Dienstwagen und das Zimmer im Rosenheimer Hof wurde von Frau Ortmann gestellt und von mir unterschrieben. Wir dachten, Ihr Onkel wolle das so. Dem ist aber leider nicht so. Und nun kann man Frau Ortmann und mich wegen Begünstigung haftbar machen. Es ist halb so schlimm, Herr Seitz. Danke für Ihr Mitgefühl. Nein, so habe ich das natürlich nicht gemeint. Herr König, wir hätten noch einen Fall zu lösen. Herr Seitz, ich habe diese Vergünstigungen niemals in Anspruch genommen. Doch. Wir haben doch auf dem Riedel seinem Laptop Fotos von einem Ausflug mit Wenninger und mit dem Glöckner gefunden. Mhm. Das ist Foto 42 bis 51, glaube ich. Hm? Ja, der Wenninger hat da seine Lederhosen an. Ja? Ja, die versteigert wurde, und? Jetzt? Bitte schön, Herr Stadler. Ja, wunderbar, vielen Dank. Schauen Sie her, ich habe diese Bilder vergrößern und ausdrucken lassen. Hm? Zürcher Auktionshaus,
Ja, die waren auf einer Auktion. Ja, nicht irgendeine Auktion. Da schauen Sie her. Zürich, Blue Kismet unterm Hammer. Seltener blauer Diamant für 600.000 Euro versteigert. Mann, 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 Mann. Pack mal's. Pack mal's. Herr König? Herr Seitz, ich habe jetzt leider keine Zeit für Sie. Entschuldigung. Schade. Schlechte Nachrichten. Ich habe soeben mit Frau Moosleitner telefoniert. Sie hat die Anträge bereits weitergeleitet. Der Herr König hat vorhin etwas sehr Seltsames gesagt. Haben Sie gehört? Wir kommen an die Anträge nicht mehr heran. Ich habe die Vergünstigung nie in Anspruch genommen. Unsinn. Entschuldigung, dass wir Sie schon wieder behelligen müssen, aber es ist wichtig. War Ihr Mann kurz vor seinem Tod in Zürich? Ja. Mit seinen Schafkopfbrüdern Riedel und Glöckner. Ja, der Kampfhänger konnte nicht da in Australien, war beim Fliegenfischen. Frau Wenninger, wie Ihnen vielleicht geläufig ist, sind einige Schweizer Banken dafür bekannt, dass man dort Schwarzgeld horten kann. Sie meinen, mein Mann hatte die 600.000 Euro dort angelegt? Ja, und mit diesem Geld hat er diesen Diamanten, also sprich diesen Blue Kismet gekauft, also respektive ersteigert, da schauen Sie her. Wieso? Als Wertanlage? Ja, das kann man durchaus so sehen. Wir gehen davon aus, dass Ihnen Ihr Mann diesen Stein zur Silberhochzeit schenken wollte. Ist allerdings vorher verstorben. Er kaufte vor Ort den Stein mit dem Schwarzgeld von seinem Schweizer Nummernkonto und musste anschließend den Stein nur noch über die Grenze nach Deutschland schmuggeln. Ja, also wir haben der Tatsache, dass Ihr Mann in Zürich die Lederhose getragen hat, keine Beachtung geschenkt. Jetzt allerdings gehen wir von der Hypothese aus, dass Ihr Mann den Diamanten in der Lederhose versteckt hatte. Bevor mein Mann nach Zürich fuhr, sollte unsere Hausangestellte ihm zeigen, wie man mit Nadel und Faden umgeht. Meine Herren, Herr Stadler, ich hätte Sie gern kurz gesprochen. Ja, das ist jetzt sehr ungünstig, weil wir sind nämlich gerade auf der Zielgeraden. Ja, das ist sehr gut, das höre ich gern. Dann haben Sie auch sicherlich 5 Minuten Zeit für mich. Wir sehen uns dann im Vernehmungsraum. Aber nicht ohne mich anfangen, gell? Wenn Sie jetzt mit mir in 5 Minuten das besprechen, was Sie gestern den ganzen Abend eingeplant haben. Jetzt setzen Sie es erst einmal, Herr Stadler. Also folgendes. Schauen Sie, jeden Tag ruft mich der Herr Dr. Lauser König an und erkundigt sich nach seinem Neffen. Jetzt setzen Sie ihn halt. Wie es ihm so geht, was er so macht und so weiter. Und ich saug mir alles Mögliche aus den Fingern. Der Herr König ist sehr fleißig, übernimmt ohne großes Murren auch unangenehme Arbeiten. Er hat keine schlechte Beobachtungsgabe. Und er ist geradezu zwanghaft penibel beim Recherchieren. Aber? Herein. Stör ich? Nein, nein, warte, dann kommen Sie noch mit. Naja, mir brisiert's ja nicht. Bitte, Herr Stadler. Frau Moosleitner hat die Anträge weitergeleitet. Herr Stadler, Herr Seitz hat mir vorhin etwas Merkwürdiges erzählt. Herr König soll die Vergünstigung nie in Anspruch genommen haben. Ist da was dran? Stimmt, der Herr König ist nie aus der Pension Streibl ausgezogen. Das hat er der Frau Streibl einfach nicht antun können. Und den Dienstwagen, den hat der gefürchtet, wie der Teufel bei Wasser. Moment, wenn der Herr König die Vergünstigung gar nicht in Anspruch genommen hat. Dürften die Anträge hinfällig sein. Also, mein Aber bezüglich an Herrn König ist so groß, dass ich ihm eine Kommissarslaufbahn nicht empfehlen würde. So was kann man doch lernen. Ja, entweder man hat's oder man hat's nicht. Dann danke ich für Ihre Offenheit. Herein. Ja, ich bin dann wieder auf der Zielgeraden, gell? Selbstverständlich. Ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hause. Und? Wissen Sie schon? Was denn? Der König hat die Vergünstigung nie in Anspruch genommen. Die Anträge sind hinfällig. Wir sind aus dem Schneider. Frau Ortmann, das ist ja... Darf ich Sie spontan umarmen? Wenn Sie mich fragen, ist es nicht mehr spontan. Danke. Herr Glöckner, Sie waren mit Herrn Wenninger und Herrn Riedel in Zürich, ist das richtig? Ja.
Herr Wenninger hat dort einen Diamanten mit dem Namen Blue Kismet für 600.000 Euro ersteigert. Ist das richtig? Ja. Das Geld stammte von einem Schwarzgelddepot auf einem Schweizer Bankkonto. Ist das richtig? Das weiß ich nicht, aber wenn Sie das sagen. Herr Wenninger hat den Diamanten in seine Lederhose eingenäht, in weiser Voraussicht bezüglich etwaiger Grenzkontrollen. Keine Ahnung, aber wenn Sie es sagen. Jetzt sagen mir einer noch was. Sie und der Riedl haben das gewusst. Sie haben gehofft, dass der Stor noch in der Lederhose drin war. Schmarrn, ich wollte bloß die Hosen. Und bei 2.300 Euro ist einer das Pulver ausgegangen. Das war mir halt dann doch zu viel. Ich bin ja bloß ein einfacher Installateur. Nein, nein. Ihm war das Risiko, dass der Diamant doch nicht mehr in der Hose ist, nicht mehr als 2.300 Euro wert. Und auf dem Parkplatz haben sie dann beobachtet, wie der Riedl den Diamanten aus dem Vorder von der Lederhosen rausgerissen hat. Niemand sonst ist da. Sie nehmen einen Stein und erschlagen damit Herrn Riedl. Den Diamanten stecken sie ein. Den Stein und die Hose legen sie in den Kofferraum ihres Wagens und mischen sich anschließend unter die Anwesenden. Die Hose werfen sie später weg. Ich will jetzt meinen Anwalt anrufen. Selbstverständlich, das können Sie sehr gerne machen. Vorher möchte ich Ihnen aber noch sagen, dass die Spurensicherung Blut von Herrn Riedl im Kofferraum Ihres Wagens gefunden hat. Sie haben zwar die Tatwaffe weggeworfen, die Spuren, die sie auf dem Teppich hinterlassen hat, die haben sie aber nicht beseitigt. Und zu guter Letzt haben wir noch dies hier bei Ihnen gefunden. Unter einer Kachel in Ihrem Bad. So wie es ist für einen anständigen Installateur gehört. Herr Glöckner, Sie sind vorläufig festgenommen, weil Sie im dringenden Tatverdacht stehen, Hubert Riedl getötet zu haben. Herr Mohr, bitte. Herr Glöckner. Da könnte meine Hilde ein ganzes Schloss kantiert kaufen. Ja, dafür müssten Sie aber erst einmal an mir vorbei. Ja, das meine ich war das geringere Problem.